Hallo und herzlich willkommen zurück bei Space Engineers. Ja, wir sind Yo! wieder dabei mit dem Black Piccolo und meine Yo! Wenigkeit. Seine Wenigkeit. Ja. Ich Ja. habe ja hier meine Drohne jetzt gebaut. Ich muss mich jetzt hier nicht mehr bewegen. Ich kann jetzt hier mich hinknien und verfliegen. Ja, demonstrier das mal. Ich will das mal, dass man das so sieht. Ach so. Ja, klar. Ich gehe quasi in eine Steuerung rein und dann gehe ich an eine Kameraansicht und bam. Ist schon geil, ist schon nice. Und du siehst jetzt aus der Sicht von dem Raumschiff, oder wie? Von der Kamera, die hier vor dir ist. Die müsste jetzt grün leuchten. Oder Aber. rot, oder so eine rote Leuchte haben Ja, oben. rote Leuchte hat's an. Genau. Das ist auf jeden Fall geil. Ach ja, und das Problem mit dem. Warum das vorhin nicht ins Lager gegangen ist, also in der letzten Folge, bei uns war es vorhin, bei euch ist es in der letzten Folge, lag daran, weil der Container falsch rum war. Die große Stück war hinten, nämlich das kleine. Wie ihr seht, haben wir das jetzt auch wieder umgeswitcht, also umgebaut, und jetzt ist es richtig. Jetzt ist auch alles im großen Container. Ich kann es mal eben zeigen. Bei mir. Da, alles im Container. Jetzt haben wir auch Platz ohne Ende. Mehr oder weniger. Ne, es geht relativ schnell voll, muss ich sagen. Wieso? Ja, hätte ich auch jetzt auch nicht gedacht. Ja. Oh, dann werde ich das erstmal hier in unser Lager transportieren. Oh ja, ich bin auch voll, sehe ich gerade. Huch. Vielleicht mal Seitenansicht nehmen. Und angedockt. So, wie mache ich das jetzt? Ich könnte auch irgendwo von hier aus machen, Das ne? macht er automatisch eigentlich. Du müsstest jetzt eigentlich nur noch auf I drücken. Moment. Auf Immer I? ein, drück mal I und dann rechts ist dein Container und so, richtig? Ja. Ist der leer? Nein. Und dann musst du, machst einfach Doppelklick drauf und es geht dann automatisch in den großen Container rein. Ich weiß es selber nicht, warum er es selber nicht sieht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nö, macht er nicht. Nein? Noch nicht mal mit Doppelklick? Ich kann es jetzt in Verschieber 2 packen. Ist das Verschieber 2? Ist das aber nicht, ne? Nee, ein Frachtcontainer groß, irgendwie so. Ich habe nur Verbindung zum Reaktor. Nee, Reaktor dürftest gar keine Und Verbindung haben. Raffinerie habe ich Verbindung. Großer Frachter. Hier haben wir es auch. Muss ich halt nach ganz unten verschieben. Ist ja auch nicht schlimm. Ist jetzt nicht so die Welt. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr komisch, warum es nicht automatisch rüberzieht. Vielleicht muss man den Verbinder noch irgendwie einstellen, dass das automatisch selber ziehen tut, keine Ahnung. Ich glaube, ja, das konnte man irgendwie einstellen, glaube ich. Warte mal, ich lasse mal dann mein Schiff kurz einfach so stehen. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen auf jeden Fall Silbererz, davon haben wir nicht mehr so viele. Silbererz und Silizium. Da werde ich mich jetzt mal auf den Weg machen. Silbererz und Silizium organisieren. Okay, hier steht alles einsammeln. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt anmache, sammelt er echt alles, glaube ich, ein. Mal kurz, wo der Fracht hier, großer Container. Ja, da steht ein großer Container, hat Anzeigen. Das ist nicht. Ich mache einfach mal Verbinder alles einsammeln, oder? Ja, versuchen wir. Mach's einfach mal. Jetzt gleich schmeißt du alles hinten raus, unsere ganze Fracht. Nein! Ich sehe schon, komm, er macht alles wieder kaputt. Ah, der Verbänder hat jetzt alles eingesammelt. Okay, lol. Hat funktioniert? Nee, nicht wirklich. Jetzt ist alles Nee, im der Ver Verbinder drin. Ja, quasi. Ja. Okay, das funktioniert auch nicht. Okay, Vielleicht wisst ihr es ja. Wir haben ja echt, wie gesagt, schon lange nicht mehr gespielt. Da habe ich das ja reingenommen. Schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo und teilt uns bei euren Freunden bei Facebook mit. Falls ihr noch bei Facebook seid. Ich meine, da gibt es ja neue Richtlinien. Echt? Ja, alles offengelegt und so. Oh. Oh, das ist Na. Silikon. Deswegen bin ich ja nicht bei Facebook. Warte mal, Silikon ist nicht Silizium, ne? Doch. Okay. Sicher? Ja. Ja, das ist zu klein. Das ist zu klein. Hier fahre ich nicht. Boah, ist Lohnt echt sich meine nicht, sagt Zeug. er. Ja, nee.
Jetzt habe ich meine Folge gegen das Ding hier geknallt. So, mal gucken, ob wir irgendwo Silizium finden. Unter dem Stein scheint noch mal kleine Ader zu sein. Iron haben wir auf jeden Fall. Okay, ich merke gerade das Problem. Ich müsste das dann doch angucken. Okay. Thema sein. Ich kann jetzt einfach hier auf Steuerung gehen und dann kann ich es so steuern. Was hatte ich gesagt? Silizium und? Ja. Das, was am wenigsten bei uns im Frachtcontainer drin ist. Silizium und Kobalt oder sowas? Weiß ich nicht. Weiß gar nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade eine Verbindung geknüpft habe. Oh. Das ist einfach nur cool. Irgendwie Nickel, grad. Ne? Nickel habe ich gehört. Kann sein, ja. Ist das dann Nickel? Das könnte Nickel sein. Bauen wir uns einfach mal zum Nickel durch. So. Er ist immer noch am Arbeiten. Gut. Bauen wir uns das einfach mal gerade durch den Kometen. Mal also gucken, ich ob das cool geht ohne Verluste. Ich brauche jetzt nur auf K drücken, um auf mein Schiff. Nee. Sieht aber ganz gut aus. Ja, ich bin durch den Kometen quasi durch. Wir haben ein dickes Loch da durchgeschlagen. Und ich habe mein Handy auch nicht auf lautlos. Verdammt. Einmal mit Profis hier. Einmal mit Profis arbeiten. Mann, 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 du. So. Na, ich werde jetzt auch noch mal ein bisschen Erze farmen gehen, damit wir ein bisschen Vorrat haben halt. Ich werde dann, denke ich mal, eine zweite Raffinerie hinbauen, damit das das Ding auch arbeiten tut. Mhm. Damit das alles schon ein bisschen schneller geht. Und dann würde ich sagen, dass wir uns nach und nach jetzt an unser Schiff ranwagen und dann irgendwann mal losfliegen, würde ich sagen. Das wäre jetzt. Also wir wollen natürlich ein ziemlich großes Schiff bauen, ne? Da sollen ja auch unsere Mining-Schiffe mit rein. Also zwischendurch halt Rohstoffe sammeln. Dann soll ja auch eine Raffinerie da rein, ne? Dass wir auch Rohstoffe verarbeiten können, um unser Schiff halt echt weiter auszubauen. Ja. Oder nicht? Oder doch? Ja, doch. Ja. Richtig. Dachte ich doch. Jetzt hier nicht viel, aber ja, du nimmst trotzdem mit. Das ist auf jeden Fall episch. Bau mich jetzt hier einfach immer quer durch diesen Kometen hier durch. Dass es quasi so ein Schweizer Käse wird. Oh, auf jeden Fall das Nickel. Das Nickel, das brauche ich. Das ist echt genial hier gerade. Ich bin echt an der Base jetzt gerade und schildert mein Leben. Vielleicht hat er schon nur noch 2% und er schildert gleich wirklich sein ganzes Leben. Auf jeden, stimmt. Solltest du vielleicht drauf aufpassen? Ja. Ah nee, ich habe links die Anzeige. Passt. Ja, läuft. Na cool. Ich habe rechts vom Schiff und links meins. Ich habe noch 67%. Läuft, reicht. Dann bin ich ja schon back, ey. Das ist irgendwie so ein Geräusch jetzt hier gerade bei der Kamera, als ob man da so einen kleinen Ventilator an hätte. Dass es sich kühlt, automatisch so. Irgendwie witzig. Ich hänge gerade wieder in so einem komischen. Ich hätte schon beinahe das P-Wort gesagt. Feste. Ich überlege gerade, welches Wort du meinst. Na, gibt ja nicht viele Sachen mit P, wo man dran hängen bleiben kann. Sagt meistens ja. Morgens immer Hallo. Ach so. Er meinte eben halt Penis.
Sowas sagt man doch nicht laut. Ja, tut mir leid. Scheint mein Frachter schon wieder voll zu sein. Jedenfalls gerade so den Eindruck. So. Ich komme auf jeden Fall hier nicht raus. Mal gucken. Normalerweise wird das auch angezeigt, wie viel ich noch Platz habe, oder? Energieverbrauch, Reaktor, Masse. Na, wenn du I drücken tust, siehst du ja rechts deinen Container, ob es voll ist halt. 87.000. Nee, das ist nicht. Nee. Das ist nicht voll. Wundert mich nur gerade. Na, bei mir fliegen auch voll viele Steine immer daneben. Ja, bei mir auch gerade. Deswegen habe ich mich gewundert. Ja, das ist, glaube ich, normal. Naja, man könnte das natürlich noch ausbauen mit Trichter und sowas alles, ne? Das geht ja, ja auch. Ja. Aber das bauen wir halt jetzt nicht. Nee, das reicht ja hier vollkommen. Einfache Miner, wir sind ja keine Profi-Miner. Ja, echt mal. Oh. Wir sind keine Profis. Das ist ja hier aus Berlin, das Ding und so. So sieht's aus. Ich bin dann überlegen, ob ich jetzt mal komplett hier diesen Asteroiden wegschleife. Wegminer. Den einfach nicht mehr gibt. Mach ich auch schon die ganze Zeit. Das Ding ist schon fast so gut wie weg. Ah, ich glaube, das braune Zeug scheint wirklich Nickel zu sein. Ich dachte zuerst, es wäre hier Dinges. Iron, aber. Also du weißt, mit Rechtsklick kannst du auch große Krater machen, ne? Ja, aber das sind auch wieder keine Steine, ne? Ja, ne, ich meine nur, wenn hier zum Beispiel ganz normales Stein dort ist und du möchtest an das bestimmte Erz ran zum Beispiel, hättest du eine Möglichkeit. Ja, gut. Ja. Das mache ich nämlich jetzt gerade. Ich gerade den Asteroiden aus. Wie bei Paint oder so. Zack, einmal weglöschen. Plantieren. Markieren und löschen. Oh, da müsste glaube ich noch ein Gyroskop dran. Hab ich gemerkt. Ja, also bei dem Black Piccolo ist es laut, ne? Bei mir nicht. Bei mir hört man nur so ein kleines, als wäre es ein Ventilator. Woher willst du wissen, dass es bei mir laut ist? Durch die Bohrer. Und du hast auch Bohrer. Ja, bei mir hört man die aber nicht. Ich habe ja kein Mikrofon hier dran an meinem Schiff. Mi. Mi. So. Voll der schwarze Käse. So, jetzt brauchen wir noch, was hatten wir gesagt? Ein bisschen. Von allen eigentlich. Silizium. Also. Silizium, genau. Ja, das ist das, was uns jetzt gerade so am meisten fehlt. Silizium. Habe ich gesehen. Kobalt, Nickel, Iron. Iron. Sieht alles außer Silizium. Ich glaube, Silizium ist weiß, ne? Ich glaube. Bin mir nicht sicher. Ich baue einfach ab, also. Ja, Platin ist Silber. Silber haben wir hier. Wie voll ist meins? Oh, da passt noch über die Hälfte drin. Ist ja episch. Sagt auch dazu legendär. Naja, geht so. Meine Karte hat legendär gesagt. Tja, das müsst ihr verstehen, wenn ihr andere Let's Plays auch noch von uns guckt. Ja. Was ist das für ein Klumpen? Na. Sowas sagt man doch nicht. Ferkel. Platinum.
Nein, aber es lohnt sich auf jeden Fall auch, die anderen Let's Plays mal reinzuschnuppern. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei mir auf dem Kanal fängt das so langsam an, dass die Leute auch meine anderen Sachen so durchstöbern. Finde ich gut. Ja, bei mir läuft eigentlich Space Engineers relativ gut. Das hat am meisten Aufrufe. Kann ich aber gut verstehen. Space Engineers ist ein gutes Video. Gutes Spiel. Ist gutes Video. Tolle Quali. Nur scheiß Stimme. Ja. Nein, na, ab jetzt nicht mehr. Jetzt ist Stimme gut. Ja, Gott sei Dank. Er hat auch lange gedauert. Ja. Was ist denn das für ein komischer Kaktus? Davor hatte ich nämlich auch extreme Rauschprobleme und jetzt komische Art und Weise. Ich habe nur eine bescheuerte Einstellung anders gemacht und auf einmal ist alles wieder als so wie es in der Rauschen ist so gut wie weg. Einfach nur geil. Und wir hoffen, dass es so bleibt. Ja, auf jeden Fall. Wenn nicht, dann ja, dann es ist schade, dass ich Erdgeschoss wohne. Ne? Lohnt sich nicht. Den aus dem Fenster zu werfen. Aber also, ich meine nicht die Videodatei. Könnt zwar auf ein Dach gehen und alles, aber warum die Mühe? Mich da noch anstrengen. Gut. Fliegen wir mal den Kometen hier rein. Der sieht schon so ein bisschen böse aus. Bin bald voll, das heißt, ich flieg dann bald zurück. Also die nächsten Folgen werden auf jeden Fall, da bauen wir dann, denke ich mal, unser Schiff, unser großes, langsam, nach und nach. Ja, fangen wir auf jeden Fall mit an. Wir müssen ja uns auch erstmal so eine Vorstellung machen, wie wir es bauen wollen. Auf jeden Fall. Das muss uns ja auch uns Bein gefallen. Wir bauen einfach die Enterprise nach. Ja, ja. Hä? Oder, ich dachte oder mir, wir Brommel bauen die da. Constellation nach. Constellation? Wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Ah, das weiß ich nicht. Constellation ist eigentlich eher gesagt nur so ein kleines Schiff, finde ich. Kann doch größer bauen. Ja, klar. Ach, ich finde kein Silizium. Silizium ist aus. Oh, ich habe hier einen richtigen Krater reingebaut. Ich kann hier einfach geradezu durchbauen, da passiert gar nichts, weil man schwenkt gar nicht mehr so hin und her. Wie ist es denn da bei deinem Schiff? Dein Schiff ist ja manchmal extrem ausgeschwenkt. Mein Schiff bewegt sich eigentlich ziemlich cool. Ja, meins auch. Also ich muss sagen, wir haben auf jeden Fall daran rumgespielt. Man schwenkt nicht mehr hin und her, man kann jetzt echt geradezu, geradeaus drücken und man fliegt auch geradeaus. Man schwenkt nicht mehr nach links, rechts. Jedenfalls nicht bei meiner, ja. Das stimmt. Ja. Vorher war es da so, du hast die Bohre angemacht, ein bisschen hin und her geschwenkt, hattest kaum noch Kontrolle manchmal. In alle Himmelsrichtungen. Ja. Sogar nach innen. Nach innen? Ja, ja, klar. Mhm. Nach innen, ja. Sau. Keine Sau, du. Das ist eine Drohne von Miragoli, die klettert hier rum. Siehst du mich hier, oder was? Mhm. Witzig. Geht so. Ich stoße hier zwar irgendwo immer wieder mal gegen, aber ich sehe es nicht. Ich merke nur mal so Dinge, oh, da war was. Noch nicht optimiert, aber ist ja egal. Das müsst ihr merken, wenn dir die Bohrer abfallen. Ja. So, gucken wir mal, was wir hier haben. So, ich bin bald voll. Ich werde die Bohrer jetzt noch voll klatschen und dann werde ich auch mal was versuchen, damit, ja, werde ich dann gleich sagen. Weil das ist so uns eingefallen, oder mir eher gesagt, wo wir nicht aufgenommen hatten. Mir so eingefallen, das könnte man auch probieren. Vielleicht weiß es jetzt der Blackie schon. Meinst du das Blinkding? Ja. Mhm. Weil ich finde es gar nicht so bescheuert irgendwie. Das hat eine gute Idee. Wenn man das dann auch mit einer Sirene machen könnte, das wäre irgendwie episch. Keine Ahnung warum, ja. Wenn du irgendwo eine Siliziumader siehst, sag mal Bescheid. Ja. Hier finde ich davon gerade gar nichts.
So, rückwärts fliegen hier. Ne, ich finde hier auch nicht wirklich was. Oh, irgendwo schon wieder gegen gedutscht. Da unten ist zwar Kobold, Platin, Uran, Iron, Platin, Uran. Ja, sowas halt. Aber ich fliege jetzt erstmal zurück. Ja, ich auch. Das wenn ich jetzt wüsste, wo... Ach, da ist Plattform. Wo ist Plattform? Da ist Plattform. Wo? Da ist Plattform. Ah, da ist sogar Antenne und so alles drauf, Mann. Ich sehe sogar meinen Namen von hier hinten. Echt? Ja. Vielleicht daran, weil ich das Schiff steuern tue. Wow. Alles ganz cool, ey. Wow! Wo bist du denn hergekommen? Aber knapp. So. Er ist hier so der Kopfabblutgeber. Und nicht der Arschabgeber. Knall sei so. Einfach so in den Hintern rein. Was ist denn jetzt hier? Ja, ich bin schon dabei. Zack. Ja, wie beim Einkaufsladen, weißt du? Egal, welche Schlange du dich anstellst, sie braucht am längsten. Kann doch so kurz sein, ey. Naja, gut. Leute, wir sind am Ende unserer Folge angekommen und beim nächsten Mal machen wir weiter. Da fangen wir an, das Schiff zu bauen. Haut rein, Leute. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.